Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert. In diesem kleinen Video geht es um Zielbeziehungen in der Betriebswirtschaftslehre. Zielbeziehungen, und wir unterscheiden im Wesentlichen drei Zielbeziehungen, Strukturzahl 3. Drei Zielbeziehungen. Die erste Zielbeziehung nennen wir komplementär, ich erkläre das sofort, komplementär. Die zweite Zielbeziehung nennen wir konkurrierend oder auch Zielkonflikt. Und die dritte nennen wir indifferent. Und hier fangen wir mal an. Indifferent bedeutet, die beiden Ziele haben nichts miteinander zu tun. Komplementär heißt ergänzen. Das kann man sich so vorstellen, wenn wir hier das Ziel 1 haben und hier das Ziel 2 und hier den Zielerreichungsgrad. Das heißt, je weiter wir auf der Achse hier nach oben gehen, desto weiter erreichen wir das Ziel 2 oder desto mehr erreichen wir vom Ziel 2 für Ziel 1 desgleichen. Dann sieht die Zielbeziehung bei komplementären Zielen so aus. Wenn wir mehr von Ziel 1 erreichen, erreichen wir gleichzeitig mehr von Ziel 2. Die Pfeile gehen also in diese und in diese Richtung. Bei konkurrierenden Zielen sieht es anders aus. Wenn wir wieder hier Ziel 1 abtragen und hier Ziel 2, dann sieht das so aus. Das heißt, wenn wir von dem einen Ziel mehr erreichen, jetzt Achtung, jetzt kommt der Unterschied, erreichen wir von Ziel 2 weniger. Die beiden Ziele stehen in konkurrierender und nicht in komplementärer Beziehung. Das war's schon wieder. Schauen Sie auf meine dynamischen Lernsysteme unter spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön.